Es muss nicht immer Berlin, München, Hamburg, Hannover, Frankfurt oder Köln sein. Auch abseits der Zentren unserer Republik wird Musik gemacht. Und das Land bietet ja auch neben guter Luft jede Menge billiger Proberäume fernab sensibler Nachbarn einen weiteren unschätzbaren Vorteil. Hier gibt es nicht so viel, was die Damen und Herren Nachwuchsmusiker von ihrer Passion abhalten könnte. Neuestes Beispiel dafür sind Cucumbermen. Denn die kommen aus Orten mit bekannten und klangvollen Namen wie Uetersen, Heidgraben oder Tornisch. Alles weitere über die Band erfahrt ihr jetzt. Cucumbermen, so nennen sich die drei ehemaligen Schulfreunde. Eine Gurkentruppe ist die bereits 1990 gegründete Band jedoch keineswegs. Das Motto der Twins lautet Klartext statt Klischees. Mit deutschen Texten wollen sie aus dem hohen Norden eine steife Brise durch die deutsche Rockgeschichte wehen lassen. Wir kommen aus der Nähe von Hamburg. Also Uetersen, Tornisch und Heidgraben dürfen demnächst Begriffe sein, die nicht mehr zu verleugnen sind in der deutschen Rockmusik. Ich öffne die Augen! Das inhaltliche Spektrum der Songs ist vielfältig. Mal singen die Nordlichter von Sex, mal von Fußball, mal von den wirklich wichtigen Dingen des Lebens. Das ist schon okay, Baby. Das ist eigentlich eine Phrase, die ich aus einem anderen Bereich hatte, von einer Band, mit der wir zusammengespielt haben. Der hat das mal zu einem Mädchen im Publikum gesagt, als die über die Band gemeckert haben. Meinte sie, ja, red du nur, aber ich verzeih dir noch mal, Baby. Mach meine Schuhe zu und die Leute rätseln, was das ist, was ich da tue. In diesen Hosen, die jedem Mann besser stehen. Nur noch eine Frage der Zeit, bis ich richtig ab. Weil ich kenne den Bruder, was halt eine neue Situation, dass man im Studio das fertig arrangiert hat. Ich kenne den Bruder, dessen Freundin hat eine Schwester, deren Vater früher mal sein Fußballtrainer war. Ich finde Studio, im Studio zu arbeiten total geil. Aber Live-Spielen ist einfach ein direkteres, befriedigendes Ergebnis. Ich kann das Wort Sex nicht mehr hören. Um ihren Hunger nach Live-Auftritten zu stillen, absolvierten die Cucumbers in den letzten Jahren weit mehr als 200 Konzerte in und rund um Hamburg. Unter anderem als Support von Busch und Fishmob. War der Fall denn wirklich mehr als ein Fall? Also wir finden unsere Platte, die wir gemacht haben, richtig gut. Und wir freuen uns total, dass sie so gut geworden ist, aber wir sind schon eindeutig ein Liveband, würde ich sagen, die gerne und viel live spielen. Zwei kleine Käfer. Nicht nur mit dem Titel ihres Debütalbums Früher waren wir besser, das seit Anfang September in den Regalen steht, geben sich die drei bescheiden. Man kann von Leuten nicht erwarten, dass sie zu unseren Konzerten kommen, die sie uns nicht kennen. Aber jetzt kennen sie uns ja. Ist schon okay, Baby. Ist schon okay. Ist schon okay, Baby. Ist schon okay. Ist schon okay, Baby. Ich wäre zufrieden, wenn wir uns irgendwie etablieren können, so dass es weitergeht, dass wir immer weiter Musik machen können. Vorerst brauchen sich die Cucumbers um mangelnde Beschäftigung nicht zu sorgen. Sie gehen ab Oktober auf ausgedehnte Deutschlandtour.